Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Mal haben wir den Nebelvulkan betreten, oder besser gesagt hier das reine Land, wie es hier in der PlayStation 4 Mission, wollte ich schon sagen, PlayStation 4 Version heißt. Where are we? Oh! Look. Wir sind schon durch. That must be the mana tree. We did it! Now all you gotta do is revive that mana sword and get out of here. This feels like I'm dreaming. Did we really do it? You made it. I'm glad I met you. And you too, for that matter. What can I say? You guys would have been lost without me. So much has happened to us in such a short time. Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the mana tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go! Oh yeah, wir haben's bis zum Mana-Baum geschafft. Sehr gut. Fools! Feast your eyes upon the power of the mana fortress! Fire! Come. Awaken. Oh, where are we? Wait! Where's the mana tree? Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close! What's going to happen to the world now? Dylok is... I have been awaiting your arrival. It is I, the Mana Tree, guardian of this world. Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the Mana Fortress has used up most of the world's mana. Soon, all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Only those with the blood of the mana tribe in their veins can wield the mana sword. Your father, legendary Taznikan Knight Saren, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil emperor, but he was badly wounded. With the last of his strength, he journeyed to Potos to retrieve the mana sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father? Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I was his wife. Your mother. We are of the Mana Tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana Tree to protect the world for future generations. Others, like your father, inherit the Mana Sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress
Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seeds of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you growing up. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the mana tree? Die Kraft des Schwerts ist vollständig wiederhergestellt. No! We finally meet and now this? Talk to me! Mother! Mother! Oh no! Mother... She... Snap out of it! Your mom gave us hope! Don't let her last moments go to waste! It's tough, but we're all dealing with our own losses. Sis ain't got a mom, neither do I. Sorry. I'll be okay. The mana tribe, huh? I've got big shoes to fill. But I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking! That's why you're my number one subordinate! Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart, just like your mother's in yours. Okay, ja. Das ist auch sowas, so eine Kleinigkeit von dem Spiel, sage ich jetzt immer. Sag mal, was hast du denn gerade im Mikrofon? Mein Mikrofon mag mich gerade nicht. Es rutscht die ganze Zeit weg von mir. So, okay, jetzt passt wieder. Ja, der Mana-Baum. Wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt wartet's mal. Nein, nicht ganz, okay. Ich wollte es nur nochmal nachschauen, weil ich war mir ziemlich sicher, dass das Schwert jetzt umbenannt wird. Aber ist anscheinend nicht so der Fall. Uns fehlt... Wir haben fast alle Orbs. Uns fehlt ein Axtorb, ein Peitschenorb und ein Krallenorb. Wir haben aber doch relativ viele Orbs gefunden, muss ich sagen. Ja, unsere Mutter haben wir jetzt endlich mal kennengelernt. Das gleiche gilt ein bisschen für unseren Vater. Und die Mana-Bestie steht auch kurz bevor. Es gibt nur noch eins zu tun, nämlich die Mana-Festung zu stürmen. Das werden wir jetzt auch da machen. Allerdings will ich vorher nochmal schlafen. Und auch meine Waffen modifizierend auf Vordermann bringen. So, als allererstes mal schlafen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Damit unsere MP auch wieder voll sind, weil die sind sehr wichtig. Originally I left Pandora with you to find Dyluck. I never thought this would turn into such a long adventure. I'm glad you came though. Yes, me too. I'm happy to be with you both. You'll make me blush. Don't get used to it. But I wanted you to know that I would never have made it this far. Without... Remember when we first met? And you were about to become a goblin feast? You grew up. Now you really act like a hero. Thanks. Don't doubt yourself, okay? And you're still a bratty little sprite. But I have to admit that it's never boring with you around. Are you sure that was a compliment? What? I'm kidding.
Thanks for everything. I'm so glad I met both of you. Ich mag diese kleinen Sequenzen, die immer wieder kommen. Hier habe ich ja offscreen auch sehr viele davon gesehen. Da gibt es ja zigtausende von diesen Sequenzen, sage ich jetzt mal. Die kommen immer wieder, wenn ihr schlafen geht. Und ich musste offscreen sehr, sehr viel schlafen. Damit meine Mana-Punkte immer wieder hergestellt werden, damit ich weiter leveln kann. Halt, ich sollte noch einkaufen gehen. Man muss jetzt nur noch kurz schauen, wo hier ein Berti ist. Damit ich dann auch meine Waffe ein bisschen modifizieren kann. Welcome. Weil die halt dann, weil die einfach schon dann eine höhere Grundstärke haben. Und das hilft jetzt einfach. So. Come again. Alles klar. So. Okay. So, jetzt nur noch kurz schauen, wo hier ein kleiner Berti ist. Berti! Ja, Berti, wo bist du? Kann sein, dass es wirklich mal eine... Es kann sein, dass es hier wirklich keinen Berti gibt. Dass ich dafür einfach nach zur Nordstadt muss. Haben wir ja gleich. Ich muss mal übrigens kurz anmerken, ich habe gesagt, dass das hier wahrscheinlich der schönste Soundtrack ist, den das Spiel zu bieten hat. Wohlgemerkt beim Original-Soundtrack. Der Remake-Soundtrack gefällt mir teilweise sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da sind wirklich, wirklich, wirklich schöne Schmuckstücke dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen. Aber der, den wir jetzt gerade gehört haben in der Oberwelt, wenn die Mana-Feste sich erhoben hat, der kackt voll gegen das Original ab. Der kackt ja voll ab. So. Wunderbar. Oh, Großaxt. Das klingt doch auch schon mal gut. Zack. Wunderbar, Verdammnisbogen. Shuriken. Drachenspeer, das klingt doch auch gut. Greifenkralle. Und Drachenspalter. Ja, die letzte Waffe heißt nicht Mana-Schwert. Die letzte Waffe heißt Drachenspalter. So war es, glaube ich, auch im Original. Oder hieß es da Mana-Schwert? Nee, da hieß es nicht Mana-Schwert. Da hieß die letzte Waffe, glaube ich, auch nicht Mana-Schwert. Bin mir gerade echt nicht sicher, aber Drachenspalter passt. Vergiftet den Gegner, ui. Halte es halt bei denen. Fügt Drachen erheblichen Schaden zu. Ja, das ist doch auch gut. Drachenlanze ebenfalls. Oh, ist alles auf. Nee, ich wollte schon sagen, ist alles auf. Beim größten ins Drache. Nee, nicht ganz. Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer, schön. Alles klar. So. Okay, so, ich habe schon das Schwert ausgerüstet. Das passt dann in dem Sinne eigentlich ganz gut. Die Kleine, der lasse ich mal die Großaxt. Und sie... Soll ich hier die Lanze lassen? Oder soll sie... Ich glaube, sie bekommt den Speer. Und die Kleine bekommt die Drachenlanze. So machen wir das. So machen wir das. Alles klar. So, und dann können wir tatsächlich schon nochmal speichern. Falls sich das Spiel wieder aufhängt. Das weiß man daher leider nie, so traurig wie es klingt. So. Wunderbar, Rixt. Dann wird es jetzt endlich Zeit für den finalen Dungeon, die finale Stelle im Spiel. Grande Finale.
die Mana-Festung. Und ich freue mich drauf. Na, wo ist sie? Mana-Festung. Da ist sie. Einen schönen guten Tag. Alles klar. Ja, die Musik hier ist okay. Auch wenn das Original wirklich... Die Musik klingt mir fast schon zu fröhlich gerade. So, alles klar, wir haben es gesehen. Die machen hier auch ordentlichen Schaden. So. Es kann sein, dass mich das Spiel wirklich fast dazu zwingt, dass ich leveln muss. Wenn ich mir mal gerade anschaue, was du hier gerade... was das hier gerade alles Schaden macht. Die ganzen Gegner, die hier gerade unterwegs sind. So. Alter, ey, ey. Ja, die machen hier gerade ganz schön heftigen. Alter! Eieieieieieiei. Oi. Muss ich wirklich leveln? Das wäre schon irgendwie... Ich weiß nicht, es wäre schon irgendwie cool. Das würde mich freuen. Es ist das einzige Spiel in diesem Universum wahrscheinlich, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn das Spiel auf einmal so knackenschwer wird, dass ich leveln muss. So, zur Sicherheit erstmal hier die ganzen Grabscher besiegen. So, Stufe 50. Und tschüss. Sehr gut. Alles klar. So, aber ich denke mal, wenn ich hier jetzt einfach ein paar Gegner immer mitnehme, dann bekomme ich genügend Level-Ups. Und zudem heile ich mich ja auch immer wieder durch ein Level-Up. Also, denke mal, das sollte so ganz okay sein. So. Erstmal um den da hinten kümmern. Zack. Gleich weitermachen hier. Sehr schön, der erste ist besiegt. Der zweite wird jetzt wahrscheinlich auch besiegt sein. Und genauso ist es. Ja, wunderbar, Rex. Vampir-Umhang. Gleich mal schauen, ob das was Gutes ist. Wobei ich die Rüstung von der Goldinsel habe. Die ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das könnte sogar besser... ach, die kann er nicht anziehen. Heiligsblechle. Ja, die ist gut. So, was sehe ich denn da oben? Wolfsteufel, gleich mal töten. Es klingt schon wieder viel zu gefährlich hier. Gleich weitermachen hier. Sehr gut. So, aber ich glaube... dass ich mal ein bisschen umswitche hier. Und zwar auf Hades-Granaten. Wobei, nein, ich switche um auf... auf Diamantraketen. Weil ich denke mal, hier sind doch ziemlich viele Finsternismonster unterwegs. Und dann ist Hades-Granaten vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Wunderbar, Rex. Los, Gnome. Ah. Ah, ja, wunderbar. Sehr schön. Ah, hier brauche ich wieder meine Peitsche.
Die neue Musik hier hat was. Sag ich jetzt mal, auch wenn die mir für die Stelle, wo wir gerade sind, ein bisschen zu poppig ist. Sag ich jetzt mal, da hat mir, glaube ich, das Original ein bisschen besser gefallen. Muss ich sagen. So. Das ist, wobei das Original ja auch ziemlich poppig eigentlich ist. Muss ich sagen. Allerdings, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Musik euch besser gefällt. Die Remake-Musik oder die Originalmusik. Was euch besser gefällt. Also ich muss sagen, beide Musikstücke finde ich gut. Definitiv sind beides großartige Musikstücke. So viel steht völlig, das steht völlig außer Frage. Aber es ist für mich auch völlig außer Frage, dass ich den Original-Soundtrack besser finde. Aber es könnte auch einfach sein, dass das bei mir so eine Art, ja, Retro-Feeling-Sache ist. Weil ich ja mit dem Original-Soundtrack aufgewachsen bin. Könnte natürlich auch sein, dass das einfach so eine Art, ja, Retro-Feeling ist. Alles klar. Aber wir werden trotzdem, ich wollte es jetzt nur mal kurz gezeigt haben. Wir werden trotzdem hier... die Remake-Musik laufen lassen. Hier in diesem Fall. Ja, die gefällt mir schon. Die ist schon geil. Die ist schon geil. Wenn man sich die jetzt, wenn man die jetzt mal so im direkten Vergleich hört. Die ist schon geil. So, du nerv mal nicht da drüben. Wow, da ist jemand tot. Da ist jemand tot, das gefällt mir nicht. So, schnell hier so vorbei. Wunderbar, Rex. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Mal kurz kratzen. Ja doch, auch der neue Soundtrack gefällt mir. So. Alles klar. So, hier brauchen wir natürlich wieder die Peitsche. Einmal rüber, Peitsche. Oh, zack. Jawohl. So, ihr geht mir hier mal nicht auf den Sack. Muss mal hier kurz ein bisschen durchkämpfen. Ich muss halt meine TP wahnsinnig im Auge behalten, weil die hier echt viel Schaden machen. Die Biester. So. Sehr schön. Gleich nochmal hier mit Nürnberg hinterher feuern. So. Alles klar. So. Marlene ist ein Geist. Ganz toll. Maus, du musst doch nicht da und sterben. Warum machst du denn sowas? Warum sterbt ihr? Ich finde das echt nicht okay. Komm her, Kiste. Böse Kiste, komm her. Plasmaanzug, das klingt schon wieder so mega stark. Hi! Mit dir habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Einmal so. Und dann will ich aber noch ganz kurz schauen. So viel Zeit muss es sein. Ja! Kann man mal machen. So, mal kurz analysieren hier. Wow, 4000. Wieder schön viele Erfahrungspunkte. Kraft des Lichtes, alles klar. So, und dann will ich mal ganz kurz mit einer Schokolade mein Kaiolein ein. Light the way.
Oh ja, das macht Schaden. Schön weitermachen. Geil. So. Was man hier anscheinend gar nicht mehr kann. Das konnte man früher. Das ist anscheinend jetzt gar nicht mehr möglich, wenigstens. Ist aber auch irgendwie gut so. Sogenanntes Chaincasten. Ist anscheinend gar nicht mehr möglich. Was ich sehr, sehr gut finde. Das war nämlich damals möglich. Hat jeder benutzt. Hand aufs Herz. Habe auch ich benutzt. Man konnte in einem gewissen... Wenn man in einem gewissen Zeitfenster, sage ich jetzt mal, immer wieder einen Zauber gecastet hat, dann konnte man das so viele Zauber ineinander rein, dass der Gegner gar nichts mehr machen konnte und gar nicht mehr angezeigt wurde, wie viel Schaden man gemacht hat. Und dieser Schaden war kumulativ, der war steigerbar. Das heißt, das hat sich alles zusammengezählt und man konnte ihm dementsprechend einfach mal mit einer Kette 9999 Schadenspunkte zufügen. Und das ging bei jedem Boss. Dieses Casten. So. Alles klar, meine Freunde. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal, ja, werden wir hier weitermachen. Höchstwahrscheinlich, vielleicht sogar schon der letzte Part. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dem Let's Play Secret of Mana für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.